So. Ja, moin, einfach vom Bus überfahren. Wow, Vorsicht, Kollegin. Moin Leute und seid herzlich willkommen zu einer weiteren Folge GTA 5 LSPDFA. Wir haben unseren ersten Einsatz und zwar ist irgendwo Shots feiert bei einer Verkehrskontrolle. Und da haben wir auch schon ein paar Schüsse. Ich will mal direkt unsere Langwaffe raus. So, Kollege, ich glaube, die ist tot. Wow, da ist ja nur einer. Ja, das war ein schneller Einsatz. So. Wir sind heute auf jeden Fall im BMW unterwegs. Jahrgang 89, wenn ich mich nicht täusche. So. Ja, okay, ich glaube, ich bleib doch lieber mal hier stehen. Und sperre die Straße damit ab. So, auf jeden Fall heute etwas ländlich unterwegs. Wir rufen hier mal direkt einen RTW, wenn es möglich ist. Da ist ein RTW. So, da machen wir schon mal eine Kennzeichenabfrage. Kollegin auch mal wieder ganz schick unterwegs. Wir haben natürlich auch eine schöne Sonnenbrille auf, wie es sich als Sheriff gehört. So, Mama, da Platz hier mit deiner fetten Karre. Ist ja nicht auszuhalten. So, Kollegen. Hopp, hopp, hopp. Wie sieht es aus? Ich glaube, hier durchsuchen wir schon mal das Fahrzeug. Und danach bekommt das Fahrzeug auch einen Abschlepper. Nichts Auffälliges bzw. Verbotenes. Dann würde ich sagen, holen wir mal einen Tow Truck. Und da ist auch schon was, ein Zufall. So. Auf jeden Fall der BMW mit Frontblitzer und natürlich auch einer RTK 4 Drehspiegel. Sehr schick. Ach, die lebt. Ja gut. Man sieht sich dann, ne? Sie werden dann noch im Krankenhaus befragt. Und Kollege, ich glaube, wir können weitermachen. Dann machen wir hier mal die Straße frei. Und dann hat sich's auch. So, wenden in drei Zügen nennt man so etwas. Auch wenn es jetzt ein paar mehr waren. Und damit ist unser erster Einsatz beendet. Ach ne, Gerichtsmediziner brauchen wir noch einmal. Oder? Ne, die kümmern sich noch darum. Ja gut. Dann, Partner, darfst du doch wieder einsteigen. Ich dachte mir, wir sind mal wieder zu zweit hier unterwegs. So einen schönen BMW möchte man ja ungern allein fahren, deswegen. So, bis jetzt alles ruhig, sonst auf dem Land. Nur unsere Stange hier hinten gibt so langsam schon den Geist auf. Wir haben auch schon unseren nächsten Einsatz und zwar ein gestohlener Bus, der hier uns gerade entgegenkommt. Guten Tag, aua. Ja, moin, der Kollege ist einfach rausgeflogen, oder was? Kollege, kommst du bitte rein? Ist er jetzt ernsthaft abgehauen von mir? Er hat keinen Bock mehr. Eine Nahtoderfahrung reicht. Ja gut, Kollegen hängen sich dran.
Irgendwie drehen hier gerade alle durch. So, jetzt aber. So weit ist der Bus ja nicht gekommen. Dann würde ich sagen, setzen wir uns mal vor den. Aua. Ja, was eine Verfolgung. Ich glaube, unser BMW kommt danach erstmal in die Werkstatt. Oder noch besser direkt auf den Schrottplatz. Weil ich glaube, das Ding hier ist nicht mehr zu retten. So, Schüsse eröffnet auf die Reifen. Das sollte etwas helfen. Oder auch nicht. Ergibt er sich? Komm, ergib dich bitte. Jawohl. Ach da. Da ist er. So, Kollegin. Mach mal deinen Job. Genau, Arschloch, du bist verhaftet. Kollegin, aber bitte nicht beleidigen, ja? So, ich würde sagen, wir fahren mal den Bus zur Seite, damit hier der LKW mal durchkommt. So. Und da platzen auch die Reifen. Perfekt. Dann holen wir mal unseren BMW und dann durchsuchen wir mal den Bus. Eieiei, das gibt wieder Kosten diesen Monat. Wegen mir geht die Polizei noch pleite, ich sag euch. So, dann wollen wir mal. Ach, da sind sogar noch Gäste drin. Aha. Ich wollte jetzt eigentlich den Bus durchsuchen und nicht den Pickup da. Aber anscheinend kann ich den nicht durchsuchen. Ja gut. Ne, anscheinend nicht. Dann rufen wir einen Tow Truck und dann hat sich die Sache erledigt. Einen großen bitte. Gut, wo ist denn unser Kollege? Der hat sich ja verpisst, stimmt ja. Der hier sollte noch einen Transporter bekommen. So, Transporter ist auf dem Weg. Und dann können wir weitermachen. Anscheinend ohne Partner. Weil der hat sich verkrümelt. Und jetzt erstmal ab zum Schrottplatz und dann holen wir uns direkt einen neuen BMW. So, frisch von der Dienststelle einen neuen BMW bekommen. Wir haben unseren nächsten Einsatz und zwar Brandstiftung. Feuerwehr schon vor Ort. Polizei einmal bitte durchlassen. Yo. Alter. Was ist da passiert? Scheiße. Wir brauchen auf jeden Fall direkt RTWs. Habe ich einen Feuerlöscher? Nein, natürlich nicht. Ja. Anscheinend zwei Feuerwehrmänner tot. Ach komm schon, bitte nicht sterben. So, was ist denn passiert hier? Schief. Welche Richtung? Zeig mir nochmal. Mit Molotow-Cocktail rennt der rum, der Typ. Okay, also anscheinend Richtung Strand. Ein Typ. Mit Molotow-Cocktail. Den suchen wir jetzt.
Mal schauen, ob wir den finden. Na, kommen wir runter? Ja, passt, passt. Ach, da sehen wir schon eine männliche Person. Ich kann aber nicht erkennen, ob die einen Molotow-Cocktail hat. Guten Tag. Bitte nicht wegrennen. Ernsthaft jetzt. So, holen wir mal den Taser raus. Scheiße. Ja, zielen muss, soll gelernt sein. Hey, was war das denn jetzt? Sehr geehrter Herr, Sie sind festgenommen. So. Braves Hündchen, bitte nicht angreifen. Alles klar, da scheint die Person zu sein. Ja, prima. Wir durchsuchen sie einmal zur Eigensicherung. Hoffentlich keine scharfen oder spitzen Gegenstände dabei. Playboy Magazin ist jetzt nicht so gefährlich. Aber kein Molotow. Anscheinend hat er den dann schon entsorgt. Der sieht mir aber auch aus wie so ein Brandstifter. Gut, dann machen wir einmal einen Alkoholtest und natürlich auch einen Drogentest. Sicher, sicher. Damit wir schon mal eine Einschätzung haben. Alkoholisiert ist er schon mal nicht. Drogentest kommt. Schönen Abend hier am Strand. Alles negativ, gut. Sie bekommen trotzdem einen Transport. Sie wissen ja, sie kommen jetzt einmal auf die Dienststelle, dann wird die Identität festgestellt und dann wird eine Anzeige geschrieben. Kollegen sind schon da. Dann laufen wir wieder zurück durch den tiefen Sand hier in Richtung unserem BMW. Sehr schöner Abend, ehrlich. Ach. Und wir müssen hier Schicht schieben. Gut. Dann würde ich sagen, warten wir mal auf den nächsten Einsatz. Ach, das war die Person gar nicht. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Wir haben ja hier... Ach, da rennt die Person, die wir eigentlich festnehmen sollten. Kollege da hinten, du kannst ihn wieder befreien. Okay, hier rennt die Person gerade weg. Und hier ist die Person tot. Hat es aber auch nicht anders verdient, weil er hat mit seiner Brandstiftung zwei Feuerwehrmänner getötet. Was haben wir denn so gefunden bei ihm? Eine benutzte Nadel, Zigaretten, eine Postkarte, okay. Dann würde ich sagen, darf hier einmal der Gerichtsmediziner kommen. Und dann sind wir Code 4. Gerichtsmediziner kommt. Und dann würde ich sagen, wieder ab auf die Straße. Red Bull verleiht Flügel. Vor uns hier gerade die Kollegen im VW Touran. Auch der Polizei Bayern. Aber natürlich mit etwas neuerem Design. Und hier vorne haben wir doch eine Person, die mir etwas verdient. Yo! Alles klar, wir hängen uns dran. Ich wollte gerade sagen, hier ist eine verdächtige Person. Und dann kommt hier sowas bei rum.
Ja gut, das ist dann jetzt eine Verfolgungsjagd. Wow, Alter, war das knapp mit dem Tier. Holy shit. Ja gut, wir holen einmal Unterstützung. Vorsicht! Ach Mann. Vollidiot. Okay, anscheinend gibt es einen Crash. Ach, da ist er schon. Lol. Er ergibt sich. Hände hoch. Auf dem Boden. Sie sind verhaftet. Sie wissen sicherlich wieso. Flucht vor der Polizei, haben Unfall gebaut, Fahrerflucht. Sie werden jetzt erstmal eingebuchtet, aber vorher möchte ich noch einmal, dass der Kollege sie durchsucht. Auf spitze oder gefährliche Gegenstände. Hier rufen wir schon mal einen Abschlepper. Und wir haben direkt den nächsten Einsatz. Dann würde ich sagen, rufen wir hier einfach schnell einen Transporter. Person wird festgenommen und dann kümmern wir uns um den nächsten Einsatz. Der hier ein paar hundert Meter weiter ist. Und zwar, was war es denn jetzt? Offener Raubüberfall auf offener Straße oder irgendwie sowas? Ach nee, ein Autounfall. Ja moin. Wow. Alter. Scheiße, Digi. Scheiße. Wir brauchen einmal direkt Unterstützung. Und dann benötigen wir auch einmal direkt das Fire Department, weil das Auto brennt. Da hinten läuft noch eine Person. Wir brauchen noch einmal direkt Air Support. Und LSPD hat was gecrashed, Dankeschön. Das heißt, es wird heute eine kurze Folge. Aber die Person sollten wir noch kriegen. Komm, wir holen mal jetzt hier unser Karabiner raus. Grafik ist gerade sowieso etwas im Arsch. So, wo ist die Person? Da läuft sie. Sie schwebt, er gesagt. So, das war das goldene Ende. Gut. Ich würde sagen, das war's dann auch mit der Folge LSPDFA. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Schaut gerne auf meinem Discord vorbei. Link ist in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann bei einer weiteren Folge LSPDFA. Hoffentlich mit besserer Grafik. Bis dahin. Ciao, ciao.